Hallo und herzlich willkommen zur jetzt fünften Folge der Factory Town Idol Challenge. Und ich erkläre es auch gerne ein fünftes Mal. Was ist die Challenge? Die Challenge ist, in 70 Tagen dieses Idol Clicker Game komplett durchzuspielen. Und zwar so, dass wir alle Achievements haben, die es im Spiel auf Steam zu machen gibt. Und ja, dass das möglich ist, hat ja die Sandra gezeigt und mir am Wochenende erklärt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, also dann will ich auch. So. Dann will ich auch. Ich sehe gerade hier, bei Ernte ist irgendwie... Ah ne, warte mal, ist gar kein Apfel, ist eine Tomate. What the heck? Können wir Tomaten ernten? Nee. Was ist das denn hier? Silbererz. Silbererzvorkommen. Interessant. Okay, das können wir mal ernten. Das haben wir noch nicht. Silbererzvorkommen. Na, dann haben wir da erstmal rein mit 5. Wo ist denn das hier? Wo ist denn das hier? Hier unten bei den Mineralien? Kann es ja auch nicht sein. Doch, hier Silbererz. Was? Ich habe jetzt schon geerntet, bevor ich das eingestellt habe. Na, achso, ist voll. Naja, gut. Egal. Voll ist voll. Wir haben einige Lücken hier und wir haben auch einige halbe. Zum Beispiel dieses hier, Zucker. Denn ich habe ein paar Importrouten eingestellt. Die zeige ich euch mal. Ich importiere Zucker, ich glaube, aus dem Saarland, Beeren und, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube, Beeren und Kräuter, Beeren und Fisch aus, das ist ja schade, dass es hier nicht dabei steht. Ah, guck mal, hier kann man es gucken, hier kann man es sich angucken. Aus Saarbrücken nehmen wir die Kräuter, importieren die nach Köln und aus Wien nehmen wir den Fisch. Die Beeren nehmen wir auch aus Saarbrücken und den Zucker aus Wien. Genau. Und diese vier importieren wir jetzt hier so. Wir importieren die. Naja, egal. Also die Werte sind hier irgendwie auch nicht ausgeglichen. Da muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir hier mehr importieren. Warte mal, Fisch. So. Mit einer Importstärke von 10 und wenn wir jetzt nach Ödödö gehen, müsste Fisch doch die gleiche Importstufe haben, ja, 2,5. Normalerweise müsste das ausgeglichen sein, oder? Na, wir lassen es mal so stehen. Ich glaube, es macht jetzt keinen großen Unterschied mehr. So. Jetzt wollen wir heute nochmal in Köln ein paar Lücken füllen. Ich glaube nämlich, dass wir uns hier in dieser Stadt ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir hier zuerst mal alle Bedürfnisse erfüllen. Und ihr seht ja, da gibt es eben noch ein bisschen, oh, gerade bei Metall gibt es echt noch ein bisschen zu tun. Machen wir doch die Metallsachen mal zuerst. Da müssen wir in der Schmiede mal loslegen. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Hier unten, guck mal. Da werden wir erstmal noch ein paar bauen müssen. Wir können Kupferbarren herstellen. Machen wir mal. Das ist sehr bedauerlich. Das ist ja sehr bedauerlich hier. Uiuiui. Und hiervon ein paar. Und Silberbarren und Glasscheiben. Dass wir zumindest mal so ein bisschen Produktion reinkriegen. Also ich glaube, nachfolgend werde ich das so machen, dass das halt eine Zeit lang läuft und ich dann vielleicht einmal am Tag reingehe und versuche erstmal den Markt bzw. die Produktion und den Markt wieder ausgeglichen zu gestalten. In den allermeisten Fällen ist das eh schon so. Oh, da habe ich jetzt verpasst. Jetzt hier noch auf den zweiten zu drücken. Es sind halt auch unfassbar viele Sachen, die man da jetzt sehen kann. So, jetzt werden die auf jeden Fall alle hergestellt. Das ist schon mal schön. Hier unten ist auch noch was. Und zwar brauchen wir das Labor. Da müssen wir jetzt industrielles Wissen herstellen. Davon machen wir mal gleich 5. Ich glaube, davon brauchen wir nämlich eine ganze Menge. Denn beim Forschen sieht man, dass wir diese industriellen Bücher jetzt nahezu überall brauchen. Und zwar in einer größeren Stückzahl auch tatsächlich. Das ist schon mal auch krass tatsächlich. Lassen wir mal gucken, da so machen. So, Labor. Naja, guck, da machen wir nicht so viel. 0,2, also 0,5 machen wir am Ende, wenn wir die 5 Labore gebaut haben.
Die haben auch eine ganze Menge Ressourcen tatsächlich. Hier einmal die allgemeinen Wissensbücher. Müssen wir mal gucken. Da haben wir natürlich noch echt positiv. Also brauchen wir da wirklich lange nichts mehr nachjustieren. Bei den Eisenbahnen weiß ich es gar nicht, auch nicht. Und bei den Holzrädern, wie sieht es denn da aus? Ja, können wir auch noch. Brauchen wir uns gerade keine Sorgen machen. Beziehungsweise wir gucken mal, wie wir das jetzt fertig haben. Ich finde natürlich schön, ihr seht das hier, das steigt immer wieder. Das ist gut. Fällt gerade ein, hier sind noch Prestigepunkte. Anbauproduktivität, Erkundungsproduktivität, Baukosten, alle Gebäude kosten weniger Ressourcen. Verkaufswerte steigern. So, kriegen wir einfach mal 1612. Schön. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen schicken Überschuss, was die industriellen Bücher angeht. Das wird mit der Zeit auch mehr, das freut mich. Da können wir nämlich dann nochmal beim Forschen gucken, ob wir da nicht jetzt was starten. Zum Beispiel die Standardlogistik. Das ist ja schon mal easy. Hier diese Fische und den ganzen Krempel könnten wir auch starten. Wir haben gerade gar keinen mehr zur Verfügung. Fischöl starten wir mal. Ich würde doch denken, irgendwann muss das doch hier auch mal zu Ende sein, oder? 80k hier. Krasser Schissel. Krass. Okay, ich sehe gerade, und jetzt haben wir einen Minusverbrauch bei den Büchern. Wie kann das denn sein auf einmal? Ich meine, ist egal. Können wir natürlich noch mal ein bisschen nachjustieren. So, ohne dass das groß auffällt. Papier ist auch noch richtig gut. Kann man mit der Zeit natürlich noch mal nachjustieren und noch mal runterziehen, das Ganze. So, naja, schauen wir mal. So, dann gucken wir mal. Tatsächlich könnten wir auf dem Markt mal gucken, ob wir die nicht auch anbieten können. Ja, tatsächlich hier. Ja, guck mal, wie schön. Haben wir auch noch mal 30 Münzen mehr für den roten. Krass, warum ist das gerade so? Forschen wir irgendwas mit roten Münzen? Ja, hier die 16k, ja krass. Sind wir trotzdem dann nochmal da im Plus. Wundervoll. Wundervoll. Wir könnten eigentlich nochmal 5 Schulen dazu bauen, oder? Machen wir jetzt einfach mal. Nicht, dass es dann schneller gehen könnte, aber wir könnten tatsächlich mehr forschen hier. Zack, zack. Ja, hier könnten wir auch noch mal ein bisschen Gas geben. Warum auch nicht? Das gefällt mir ganz gut, denke ich mal. So, aber wir wollten ja eigentlich noch mal ein bisschen gucken hier. Naja, jetzt geht das halt hier runter, aber ich denke, das ist okay. Hier nochmal gucken. Ja, das ist alles noch okay. Könnte man natürlich nochmal ein Labor einfach ein bisschen mehr zu haben. Vielleicht kann man das ja auch später nochmal exportieren. Auch nicht die schlechteste Sache. Nein, jetzt haben wir von denen zu wenig. Das ist ja crazy. Aber jetzt läuft's. Okay, lassen wir es mal so. Wir forschen ja gerade und deswegen... Naja, die forschen wir auch noch. Okay, verstehe. Ah, das waren jetzt auch mehr diese hier. Naja, gut, egal. So, was haben wir hier? Beim Stein ist irgendwie gerade ein Problem. Warum eigentlich? Haben wir da nicht mehr genug von? Doch, es ist alles vernünftig da. Kohle und Eisen ist natürlich ein bisschen, nimmt ab, aber gut, können wir nochmal nachjustieren, zumindest für 2, aber so richtig, glaube ich, müssen wir das auch nicht. Ja, guck, dann ist das wieder im Plus. Das kann man auch nochmal mit Verbesserungen aufbuttern. Kann man sich ja nochmal angucken.
Fähigkeitseffekte Erkundung. Hier so kleinere Sachen kann man halt immer mal kaufen. Wir lassen das mal, da gucke ich mir das gerne mal in Ruhe ein andermal an. Jetzt gerade will ich noch mal gucken, wo wir noch mal was auffüllen können. Zucker zum Beispiel. Wir machen aus dem Zucker nichts, ne? Wir verkaufen ihn. So, ich sag mal so plus minus null verkaufen wir ihn. Aber wir können bestimmt auch aus dem Zucker hier raffinierten Zucker machen. Wie wär's denn damit? Oder? Ja, da müssten wir. Ah, machen wir mal, füllen wir die Lücke hier. Die Holzaxt in der Werkstatt. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir gerade schon mal angeguckt hatte und irgendwie dann wieder vergessen hatte, weil es einfach so super viel ist, was man hier machen kann. So, also Holzaxt heißt, wir stellen mal ein paar her. So, 8 Stück, damit hier mal ordentlich was zusammenkommt. Dann können wir die auf dem Markt auch anbieten. Holzaxt hier, bitteschön. So, dann machen wir die aber noch lange nicht glücklich. Naja, jetzt machen wir so halb glücklich. Und läuft auch noch mehr, brauchen wir gerade gar nicht machen. Das ist ja hervorragend. Gut, hätte ich jetzt gedacht, da kommt mehr zustande bei der Holzaxt. Also mehr Aufwand. Wo sind denn die Nägel eigentlich? Hier sind die Nägel, ne? Ja. Die Nägel können wir nämlich hier auch anbieten. Mal an, aber da müssen wir noch einen bauen und dann noch ein bisschen mehr. Also grün ist schon so das Mindeste, glaube ich, was ich haben möchte. Okay. Noch einen rein. So, und jetzt sehen wir nämlich hier auch tatsächlich, die Barren können wir auch anbieten. Okay. Na, hervorragend. Dann haben wir hier sogar ein paar Lücken im Baumarkt gestopft. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben, sind Glasscheiben. Ich glaube, die produzieren wir noch nicht. Doch, die produzieren wir auch schon. Na gut, dann nur noch Glasscheiben hier. Auf ein Glasscheiben bringen wir einfach mal eben 120 XP. What the heck? Na dann, würde ich doch mal sagen, rein mit den Glasscheiben. Okay, dann müssen wir die Produktion noch mal ein bisschen erhöhen, aber... Das sollte ja kein Problem sein. So, hier sind die Forschung mal wieder fertig. Schatzkammer, auch nicht schlecht. Verbesserung, Hauskosten, na, das können wir gar nicht verbessern. Schade eigentlich. Was ist das hier? Erhöht das verfügbare Land um 5, okay. Anbau. Oh, ich sehe gerade hier, das geht alles hier gerade die Nummer runter. Das ist ja lustig. Was haben wir denn? 500 irgendwas 1000. Dann nehmen wir mal das hier. Das ist halt quasi wie schnell das alles angeboten und verkauft wird. Das will ich eigentlich nicht durch die Decke schießen lassen hier gerade. So, Glas. Quarz ist ein Problem. Wo bekamen wir denn nochmal Quarz her? Quarz ist nicht anklebbar, ne? Hatten wir Quarz hergestellt? Oh, ich weiß es nicht. Ah ja, tatsächlich hier. Warte, da müssen wir gucken. Oha, ja, ich sehe schon. 7 irgendwas, what the heck? Das können wir tatsächlich auch nicht mehr ausgleichen hier mit der Stufe. Ihr seht ja, die ist jetzt Stufe 33. Das dauert ja Ewigkeiten, bis da ein neues, vernünftiges Quarz rauskommt. Also irgendwie... Okay.
Okay, ich weiß jetzt gar nicht, warum das so langsam läuft. Was ist denn mit dem Quarz los? Wir brauchen das für die Glasscheiben tatsächlich, ne? Okay, also das läuft nicht so richtig gut. Und das mit den Glasscheiben, naja gut, warte mal, wenn wir die jetzt runterdrehen. Dann verkaufen wir immer noch gut. Dann sind wir noch ein bisschen... Es bleibt schwierig mit dem Quarz. Und selbst wenn wir den jetzt nochmal 3 dazu sortieren, oder 6 in dem Fall, okay, was verbraucht er jetzt so viel Quarz? Die Schmiede verbraucht, also diese Glas, ja, das genau, Glas wird in der Schmiede hergestellt. Gut, es wird dann mit der Zeit quasi besser, wegen der Stufe hier. Jetzt gerade haben wir zu wenig, aber wir kommen ja so aus, würde ich denken. Kümmern wir uns nochmal um die anderen Schwierigkeiten. Hier ist Holz gerade auch eine Schwierigkeit geworden. Müssen wir jetzt nach oben gucken. Also, was haben wir da? Bretter. Holz haben wir genug, das ist nicht das Problem. Die Verarbeitung zu Brettern ist ein Problem. Ja, und jetzt ist das andere auch wieder kein Problem. Okay. Manchmal muss man nur ein bisschen nochmal nachjustieren, ne? Hier ist das gleich mit den Ziegelsteinen so. Aber hier 63, was ist denn, was nimmt denn da bitte schön? Export 0, Konstruktion Steinmetz. Achso, ja, wenn ich jetzt Steinmetz herstelle, okay, aber das andere, da müssen wir mal gucken, ob das jetzt nicht vielleicht doch wieder besser läuft hier. Eisenerz auch schwierig. Eieieiei. Alles geht hier aus dem Ruder. Man weiß nicht genau warum. So, Steinmetz ist jetzt gelaufen. Jetzt fehlt dem Steinmetz hier Ziegelsteine, müssen wir herstellen. Aber guck mal, da seht ihr wieder. Das ist ja verrückt. 89, 15,8 Nachfrage nach geschliffenem Steinziegel. Also selbst wenn ich die alle da jetzt reinhaue, habe ich trotzdem zu wenig. Was nimmt denn jetzt plötzlich so viel in Anspruch? Ich meine, Nachfrage, das sieht man ja hier, 2 die Sekunde für den Laden. Und der geschliffene Stein nimmt irgendwie 15 die Sekunde. Diese beiden zusammen machen aber die 31 Sekunden nicht. Was ist denn das Defizit dann hier? Wie kommt denn das Defizit zustande, bitte? Versteht ihr das? Ich nicht. Hoppala. Halt. Wo ist denn das jetzt? Ah, okay. Puh. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht muss ich das nochmal neu laden. Aber nee, tut es auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie das zustande kommt. Was sind denn die Steine? Liegt das an der Forschung? Ne, aktuell forschen wir nicht. Das heißt, da werden auch keine Steine abgezweigt. Wir handeln auch nicht mit Steinen. Nein, tun wir auch nicht. Am Markt, wir gucken da mal auf die Steine. Naja, geschliffener Steinziegel, ne? Ist halt, bleibt halt dabei, aber bei denen hier... Also, der normale Ziegelstein... Was ist denn das Problem? Haben wir denn auch irgendwas in Auftrag gegeben? Nee, haben wir nicht. Ist irgendwas out of ammo? Ja, das hier ist out of ammo. Das ist das Problem. Da haben wir Übeltäter. So, das heißt, jetzt müsste der Stein hier wieder reinkommen. Nee, tut es immer noch nicht. 129 die Sekunde.
Okay, 129, ihr seht aber, wie viel wir da verbrauchen. Okay, wir ernten das. Der Steinmetz fragt halt 94 nach. Das ist ja der Hammer. Ach, guck mal hier, Steinmetz Quarz. Für Quarz müssen wir auch Stein... Ach, das ist das Problemchen. Warte mal, da müssen wir auch Stein herstellen. Also auch... Nee, jetzt nochmal der Reihe nach. Erstmal machen wir hier nochmal 4 neue. Das können wir dann hier nochmal reinbuttern. Ja, können wir hier nochmal schön Stein nachlegen. Das ist ja okay. Okay, lassen wir es mal bei 35, wollen wir nicht übertreiben jetzt, ne? Ich habe hier nicht Kursus. So, und jetzt haben wir ja die Herstellung von Quarz. Ah ja, da haben wir natürlich jetzt reingehauen. Da brauchen wir jetzt tatsächlich Stein für. Und das ist natürlich echt eine Nummer. Und deswegen geht das mit den Steinen hier so den Berg ab. Okay. Das heißt, wir fahren Quarz wieder zurück. Das müsste jetzt ein bisschen Einfluss haben auf die Steinproduktion. Ja, sieht man das schon wieder, tatsächlich. Okay, das heißt, wir können Quarz vielleicht nochmal nach oben fahren. Aber wir brauchen es tatsächlich auch nicht, weil Glas ist das Einzige, glaube ich, was Quarz verbraucht, ne? Also tatsächlich gar nicht so. Da müssen wir mal schauen, ob wir Quarz nicht auch früher oder später importieren. Da scheint ja echt ein Problem zu sein. Und die Glasproduktion ist insofern ganz gut, weil die sich jetzt hier so auflevelt, ne, dass wir das ausreichend hinkriegen. Okay, verstehe. So, was haben wir sonst noch? Silbererz wird nicht so richtig gedingst. So, haben wir mal wieder Silbererz dazu. Jetzt gucken wir noch mal ganz schnell bei den Dingern hier, die sind auch alle im grünen Bereich, hervorragend. Medizin haben wir noch gar nicht. Und ja, ich weiß, man könnte die einzelnen Dinge auch zuklappen, will ich aber gar nicht, So, Tierfutter ist halt krass, ne? Mal gucken, ob wir da nicht noch Leute einsparen könnten beim Tierfutter. Ich glaube, das ist weiter oben. Vielleicht müssen wir es auch irgendwann mal... Ja, hier, guck mal, raffinierten Zucker. Raffinierter Zucker. Pass mal auf, wir importieren den raffinierten Zucker. Mit nochmal 5 weiteren. Und wo kriegen wir den nochmal her? Der exportieren wir aus Wien. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr Zucker exportieren können. So, Zucker. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass die trotzdem Zucker haben. Ja, haben sie auf jeden Fall. Und verkaufen, glaube ich, tun wir den auch hier. Ja, da können wir auch nochmal einen drauflegen. Da ist der Zucker immer noch gnädig. Sehr gut. Das bedeutet, wir haben jetzt hier mehr Zucker, als wir brauchen. Und das bedeutet, wir können hier bei dem Zucker irgendwo auch leckeren Industriezucker herstellen. Hier, ja, nichts geht doch schon über schönen, schädlichen Industriezucker. So, wo ist er denn? Da ist er. Und den können wir doch jetzt auch hier anbieten. So, grünen müssen wir mindestens haben. 2,5. Ja, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren hier. Jetzt müsste das plus minus null sein. Naja, so halb. Das stuft sich ja hoch, das heißt, die Produktion wird da nachfolgend immer besser. Sehr gut. Und auf dem Markt bieten wir das an. Wir könnten sogar auf richtig glücklich gehen, richtig? Ja, guck mal hier, auf richtig glücklich geht auch. Schön. Dann können wir das bei dem Zucker hier auch noch. Der Zucker. Nee, das geht nicht. Da müssen wir. Ja, da müssen wir nochmal runtersetzen. Ja, gut, warum das jetzt.
Also da müssen wir vielleicht beim Handel tatsächlich noch mehr Zucker. Und dann in Wien auch nochmal Zucker nachlegen. So, ihr habt ja auf jeden Fall noch genug Zucker hier. Das ist ja hervorragend. Ich muss mich halt um die anderen Städte auch nochmal kümmern. Ein bisschen exklusiver, glaube ich. Aber das mache ich mal off-camera, würde ich mal sagen. Dass ich mich da nochmal um Forschung und so weiter kümmere. Ich meine, ah ja, genau, das hatten wir jetzt hier auch ein bisschen. Ja, da kann ich mal ein bisschen was geht da, glaube ich. Achso, jetzt bin ich hier bei den Falschen. Jetzt bin ich hier bei mir selbst, gar nicht in Wien. Okay. 8000 Stoff, ein bisschen Mehl. Holz. Ja, können wir einfach alles mal anschalten. Dann können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Alles in 7 Minuten. Naja, in 7 Minuten ist die Folge sowieso schon zu Ende, von daher. Wenn wir denn hier noch was, was wir kaufen könnten. $64.000 für die Hauskosten reduzieren. Machen wir mal. Forschungsgeschwindigkeit machen wir mal. Skill. Noch mehr Skill? Ne, nicht noch mehr Skill. Machen wir mal die noch dazu. Verkaufswert hier. Fuck, kriegen wir noch mehr Geld. Ist ja auch nicht verkehrt. Ah, jetzt schießt das halt alles durch die Decke hier. Naja gut, wir gucken mal. Raffinade, ich meine schädlicher Industriezucker. Wird noch mit positiv hergestellt. Wir brauchen Zucker gerade nur für das. Von daher können wir hier mit einem Minus auf jeden Fall leben. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hier mit der natürlichen Ressourcen ist es nochmal schwierig. Ja, aber sonst haben wir doch einfach alles ganz gut hergestellt. Glas ist auch im positiven Bereich. Hervorragend. Weiß ich gar nicht genau. Können wir nochmal gucken, ob wir das nicht noch mehr verkaufen können. Nö, lassen wir mal so. Ich glaube, das ist okay, wenn wir das mal mit ein bisschen positiven lassen. Und haben noch die Spitzhacke bekommen. Die können wir in der Werkstatt noch herstellen. Ja, hervorragend. So, dann können wir die doch auch hier verkaufen, oder? Spitzhacken. So, das können wir jetzt einen Moment lang so laufen lassen. Ich denke, das wird sich hier langsam aus den Niesen rausarbeiten. Genau. Beim Markt ist das alles noch toll. Okay. Genau, wir müssen jetzt nur noch mal bei den Brettern gucken. Raffiniertes Brett und bei den Eisenbarren. Raffiniertes Brett ist fein damit und die Eisenbarren ja, sind nicht ganz so fein damit. Dann geben wir hier einfach noch einen dazu, dann sind die wieder fein damit. Beim Ofen müssen wir auch noch mal nachjustieren. Das ist aber auch, glaube ich, kein Problem. Komm schon. Ah, das dauert ein bisschen, scheinbar. Und Kohle brauchen wir für so einen Ofen. Kohle haben wir 38 irgendwas, alles klar. Da können wir noch einen zweiten bauen, ohne dass das großartig auffällt. Vielleicht bauen wir auch noch mal ein paar Häuser. So, einfach weil wir es können. So. Kohle ist unbeeindruckt davon. Und das Feuer macht wieder Plus. Ja, okay. Dann machen wir dann wieder Schluss hier an der Stelle. Jetzt brauchen wir ja abbrechen quasi. Um Medizin sollten wir uns kümmern und um die Stoffe könnten wir uns kümmern. Ich sehe schon, bei den Stoffen ist echt was los. Baumwollstoff ist... Haben wir da keinen Baumwollstoff mehr? Ist das Baumwolle? Stelle ein K raffinierten Zucker her. Easy. So, dann gucken wir doch mal. Da brauchen wir den Schneider für, ne? Baumwollstoff. Baumwollstoff geht zurück, weil Forschen. Ah, ich sehe schon. Machen wir mal das noch hier. Machen wir mal da noch ein paar von. Ich denke, dass wir das dann eh noch erweitern müssen.
diesen Stoffkram da fertigzustellen, ne? Ja gut, ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder rum. Krass, wir machen immer so Halbstundenfolgen oder ein bisschen über eine halbe Stunde. Aber ist schon tatsächlich auch ordentlich viel zu viel, also Zeit rum jetzt. So. Da passiert nicht wirklich was, aber naja, egal. Okay, dann gucken wir den auf dem Markt noch, dass wir noch schnell den Wollstoff hier an den Mann oder an die Frau kriegen. Zwei werden hier in der Sekunde verbaut. Okay, das müsste aber sich auch bessern, ne? Weil die Stufen nach oben gehen. Das heißt, genau, das wird langsam besser. Hier mit der Baumwolle. Das ist natürlich ein Problem, aber ich glaube, das liegt wirklich am Forschen. Genau, hier 6000, das ist natürlich eine Hausnummer. Das wird einen Moment lang brauchen. Selber irgendwas klicken? Nö. Ja, pass auf, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss für heute. Ich habe gerade die Nase voll tatsächlich. Es reicht jetzt auch. Wir haben jetzt so eine lange Zeit gespielt. Ich gucke mal eben auf das Steam Overlay. Wie sieht es denn da aus? 7 Stunden haben wir jetzt, also 4 Stunden habe ich jetzt gespielt und wir haben 42%. Das ist doch super. Da kommen wir der 100% doch immer näher. Das wird doch, locker schaffen, was die da gespielt hat, die liebe Sandra. Wenn wir doch locker schneller werden. Im Leben nicht, aber egal. Angeben ist ja alles, ne? So, guck mal hier. Die Eisenbahn gehen zurück. Warum tun sie das? Wo sind die Eisenbahnen? Hier sind die Eisenbahnen. Was verbraucht denn gerade die Eisenbahnen so viel? Forschung wahrscheinlich. Ja, ja, forschen. Ja, wir müssen das mal eine Zeit lang laufen lassen. Machen wir jetzt mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, hier oben ist das. Da ist ein Team. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.